Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid auf meinem Kanal. Heute ein neues Problem, und zwar die Hundeleine will nicht mehr, wie sie soll. Die klemmt, hier tut sich gar nichts mehr, das Ding sitzt fest. Hier oben ist auch alles entriegelt, also müsste die eigentlich nachgeben. Und jetzt gucken wir mal, woran das liegen könnte. Eigentlich mache ich sowas immer gerne mit meinem Taschenmesser auf, aber das habe ich mir neulich ein bisschen versaut mit Bitumen. Das muss ich erstmal sauber machen. Ich gucke mal, ob wir das irgendwie anders aufkriegen. Hier unten ist schon so eine Kerbe. Ich werde mal versuchen, hier aufzuhebeln. Na. Da tut sich schon ein bisschen... Aha. Vorsichtig, Rest nochmal mit der Hand. Nicht, dass hier gleich wie beim Rasenmäher oder so eine alte Spiralfeder sich im Raum verteilt. Keine Ahnung, wie das Ding von innen aussieht. Oh, zicki zacko, oh, geht schon wieder rein. War es das schon? Nee, ah, guck mal, hier läuft was quer. Hier unten muss ich es nur da einmal drüber rausziehen. Egal, ich mach's mal weiter auf. Versuche das mal festzuhalten. Das jetzt alles so schlau war, weiß ich noch nicht. So, haben wir es gleich ganz auf. Uiuiuiui. Okay, da hat sich das alles drum gewickelt. So, tut sich hier noch was. Mal gerade ziehen. Hier vorne läuft die raus. Alles verdreht. Na, ich guck mal, ob das... Ah, geht ja ganz easy. So, die Gehäusehälften und die Spule quasi. Das sieht aus, als wären es hier Schrauben. Ups, kann man sehen. Sind es gar nicht, die werden hier nur so reingedrückt. Hier, also können wir das hinterher auch wieder so zusammendrücken. Nichts abgebrochen, alles heile. Ja. Spitze, dann wickeln wir dies erstmal richtig auf. Ich entodder das mal. So, alles gerade, vernünftig aufrollen. Einzige Problem, was die Leine bisher immer hatte, ist, wenn meine Mutter Gassi gegangen ist, also mit unserem Hund. Dann war die hinterher verknotet. Keine Ahnung, wie sowas geht, aber das macht ja nichts. So, das Ding ist wieder aufgerollt. Jetzt müssen wir mal gucken. Intelligenterweise sollte man sich merken, wie rum das drin war. Dann schauen wir mal. So, hier unten ist ja der Rest von der Feder drin, sieht man schlecht. Die ja hier irgendwo einrasten muss. Vermutlich hier in dem Schlitz. Von der, ja, nennt man das Welle, kann sein.
So, und das Ding ist so rum rausgelaufen, also muss die Spule so rum rein. Hey, scheint zu funktionieren. So, könnte ein bisschen mehr Zugkraft haben, habe ich das Gefühl. Obwohl es geht eigentlich. Kann ich die noch weiter spannen? Wenn ich das jetzt rausnehme, jetzt muss ich mal überlegen. Ja klar, ich könnte jetzt versuchen, das Ding hier vorzuspannen. Also das heißt, ich setze die rein. Drehe die mal um die eigene Achse. Oder andersrum. Genau, jetzt spanne ich die. Muss natürlich dann dementsprechend wieder bis zum Anschlag jetzt das abgewickelte Seil bzw. die Leine rumwickeln. Bisschen Fummelarbeit. Bisschen langweilig im Video, ich glaube, da muss ich mal vorspulen. So, und jetzt können wir das Ding gleich da vorne rausführen. Es ist jetzt ein bisschen blöde hier mit. Die ist doch schon ziemlich alt. So, die Führung hier wieder reindrücken. Ja, falsch rum. So rum lief die raus nach unten. So, passt das auch. Ja, perfekt. Das rollt. So, guck mal nach der Bremse. Was ist deren Auftrag? So, jetzt ist offen. Muss das hier rüber? Nee. Quatsch. Da rein, da unten. Ups. Da unten. Na, wo kommen wir hin? Zack. Da unten in dieses Loch. Da. Zack. Da kommt hier der Nupsi rein. Und hier oben. Über den Bügel. So. Genau, wenn ich die schiebe, nach vorne. Offen. Warum hakt der nicht ein? Okay, er braucht hier oben das Gegenlager, also muss ich das zusammenbauen. So, Oberteil wieder drauf. Ah, ordentlich zusammendrücken. Knack. Knack. Zur Not nehme eine Zange, Schraubstock, irgendwas und fertig. Ah, Bremse geht, Leine geht, alles gut. Jetzt kommt der ultimative Test. Peppa! Ja komm, wir gehen Gassi. Wir gehen raus, Peppa, juhu. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder ein Abo, ich würde mich riesig freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, wir gehen jetzt eine Runde.